Kannst du jetzt mal in dich schießen auf die Flak? Vor allem die Flak ist böse. Ausweichen. Um Gottes Willen. Warum müssen die Schiffe so gottverdammt unwendig sein? Das fällt euch eigentlich ein. So. Der Mörser ist weg. Ich hätte gerne hier die Flak. Die Flak muss weg. Die ist böse. Die isst kleine Kinder. Und das nur zum Spaß. Nicht das Rad. Ja, cool, das Rad ist auch gut. Diese Radarstationen liefern den britischen Verteidigern wichtige Informationen. Werden genug zerstört, sehen sie unsere Truppe nicht kommen. Sehen unsere Truppen nicht kommen. Diese Perverslinge. Was interessiert es die? Warum schießt du nicht dahin? Ist es geskriptet, dass das nicht geht? Einfach nur weil Baum? Aufgrund von Baum ist dies nicht möglich. So. Ihr sollt noch mit los. Oh, wir brauchen mehr Invasionos. Wir werden angegriffen. Transporter im Atomzeitalter. So gehört sich das. Wir brauchen dann gleich noch neue Leute. Flugzeuge schicke ich erst, sobald die Flak weg ist. Hallöchen. Das ging ja fix. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir können jetzt langsam mal den Luftraum sauber machen. Hier haben wir Jäger und hier haben Bomber. Das ist... Ach du lieber. Meine Güte, ey. Die sind vielleicht aggressiv, die Leute. Wir wollen doch nur ihr Land einnehmen. So, ihr kommt mit hier rüber. Und ich würde sagen, wir schicken alle Flugzeuge. Wir schicken einfach alles, was wir haben. Werfen ihnen alles entgegen, was wir haben. Ich kann nur hoffen, dass wir auf dem Weg irgendwie nicht abgefangen werden, weil es sind oftmals Jäger unterwegs. Radarstation wird noch zerstört, das ist gut. Wie schaut sie unten mit den Schiffen aus? Die Fregatte ist wieder in Ordnung. Und da kommen sie, die Flugzeuge. Bis mein Invasionsstreitmacht soweit ist. Ich möchte jetzt nicht in Teilen abladen. Wenn schon, dann ganz. Wenn schon, dann denn schon. Reicht die Reichweite? Ja, das reicht sehr gut. Kein Problem. Die Jäger schützen auf dem Weg. Na gut, das Problem ist, die greifen halt auf dem Weg nichts an. Wenn sie auf dem Weg niedergeschossen werden, wie... Oh, fuck. Das ist ein Problem. Dieses Problem muss beseitigt werden. Dankeschön. Das Problem wurde beseitigt. Wir sind alle glücklicher. Trotzdem sind hier viele Jagdmaschinen unterwegs, die Ärger machen. Wir werden hier dann hoffentlich abgeschossen, bei Zeiten. Aber das sieht nicht schlecht aus. Wir werden angegriffen. Irgendwas schießt hier trotzdem noch. Aber jetzt funktioniert's. Und ich würde sagen, das ist ein gelungener Brückenkopf hier. Gefällt mir. Hat durchaus seinen Stil. Kommen die überhaupt an? Oh, das wird knapp. Wollen wir ein bisschen was dafür ausgeben? Dass sie sicherer dort ankommen? Ja, würde ich sagen. Auch Mittelgeschwindigkeit dazu. Sind sie auch schneller dort. Zack. Okay, jetzt Truppen verladen. Das gefällt mir sogar bis jetzt. Wir speichern mal wieder. Ziemlich absturzfrei bis jetzt. Also letztes Mal war schon absturzfrei. Wer war... Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, scheiße. Nee. Wir haben jetzt ewig viele Truppen verloren, weil die Bombe rumgebumbumt haben. Hier haben wir gespeichert. Ja, das passt noch. Das ist noch in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das, da sage ich nichts gegen. Ein Hinterhalt des französischen Widerstands. Hier. Hier. Oh, fuck. Die haben gerade die Truppen verladen. Das ist okay. Ihr kommt jetzt weg. Ihr kommt weg. Um Gottes Willen, ey. Ich brauche euch noch. Wir haben keinen Stein, um das zu verbessern. Nee, wir brauchen Gold und Holz. Okay, machen wir die Reichweite von den Flaks höher. Wir müssen schneller niedergeschossen werden. Das ist mir zu übel. Die schießen hier unsere Transporter kaputt, wo Truppen drin sind. Das ist mir zu haarig. Das ist mir zu Chewbacca. Euch brauche ich dann noch. Ihr solltet dann ein Kapitol für mich machen. Och Mann, das sah so gut aus. Jetzt sowas. Ist doch doof. Gut, das Radar wird weiter zerstört. Okay. Hat ja noch ganz gut geklappt mit dem Safe. Dann machen wir das gleiche wie letztes Mal. Ihr kommt hierher. Ihr kommt hierher. Ihr kommt hierher. Und ihr kommt. Die Kinderlein kommt. So, und ihr kommt ein bisschen weiter unten, dass ihr nicht so knapp an den Flaks vorbeifliegt. Könnten wir das mit dem Sammelpunkt auch so... das probiere ich mal anders mal aus. Wir werden angegriffen. Achtung,
Haha. Wir haben... Nee, wir haben doch nicht. Wir haben nur einen Punkt übrig. Deswegen braucht ihr mir jetzt nicht die Krone anzuzeigen. Speichern wir das nochmal. Speichern wir das mal hier. Nicht, dass jetzt doch nochmal was zerstört wurde und ich gucke gerade runter und kratze mir wieder am Kopf. Können wir die ganze Mission nochmal neu starten. Sieht aber gut aus. So, du bist voll. Du bist... Naja, nicht ganz voll, aber es haut schon hin. Die Bomber sind gemein. Die sind richtig gemein. Die wollen uns nur anpissen. Und das macht ihnen auch noch Spaß. Die Bomber sind mir viel zu ähnlich. Ihr geht jetzt in die nächsten Schiffe. Matrosen, schifft euch ein. Ja, jawohl. So. Mein Kommandant, ich bin dran. Ja. Ja, du bist dran. Jetzt bist du dran. Ja. Okay. Oh, wenn ich euch jetzt hier alle einzeln rauspicken muss, kann ich euch irgendwie schicken oder so? Tatsächlich, ich kann die Alter, die starten einfach so, die brauchen gar kein Landefeld oder so. Na, dann machen wir mal ein paar Aufklärungen. Die Idee hätte ich schon mal früher kommen können. Die erkunden einfach mal, das sind Aufklärungsflugzeuge, die sollen ihren Dienst tun. Es gibt bloß keine Rückfahrkarte bei meinem Aufklärungstrupp. Wie schaut's hier aus? Flak, hier ist irgendwo ein Flakpanzer. Da ist ein Flakpanzer, mach den kaputt, ach du Scheiße, weg, 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 seid ihr des Wahnsinns. Da, 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 da ist der Böse, da ist das böse Tuk-Tuk, macht es nieder. Trefft es, trefft es. Macht keine Gefangenen. Ankerlichten. Heieiei, ist das eine Flugzeugflotte. Wir werden angegriffen. Weißt du was? Dann schicken wir den auch mal dahinter. Da schicken wir einfach alle Flugzeuge los. Werft ihnen alles entgegen, was ihr habt. So, ihr macht so einen Weg, dass ihr darum geht und dann da hoch. Haha. Wir werden angegriffen. Diesmal bin ich etwas besser vorbereitet. Heiliger Bimbam, was wir an Flugzeugen da haben. Ich dachte echt, die sind nur so zur Deko da, dass die tatsächlich abheben. Das ist ja krass. Gefällt mir. Du kannst auch noch mit hoch. So. Da fliegt's wieder fröhlich. Durch die Gegend. Hier haben wir die Messerschmitt-Jagdbombe. Okay. Dann würde ich sagen, können wir jetzt langsam mal endlich die Landinvasion machen. Irgendwie zögert sich das noch zu lange heraus, weil wir zu lange hier herumwurschteln mit den Transportern. Da haben wir drei Transporter und die anderen beiden werden jetzt auch gleich noch besetzt. Und dann machen wir einfach noch mit dem zweiten Anschippern gleich den Rest noch. Das dürfte jetzt aber erstmal reichen. Der Brückenkopf ist eh gesichert. So, ihr ladet hier ab. Ihr macht ein bisschen Platz. Aus dem Weg. Wir werden angegriffen. Läuft bis jetzt eigentlich ganz okay. Wo ist denn der Buckingham Palace? Da! Hallöchen. So weit ist es gar nicht. Also so einen großen Weg haben wir nicht mehr zu bestreiten. Und unser Aufklärungsflugzeug jetzt kommt ziemlich weit. War nicht mal so schlecht. Hallo, wer seid denn ihr? Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Ja, Kommandant, positiv. So, ihr kommt auch mit hoch. Und ihr geht jetzt hier rein. Wir werden angegriffen. Da kommen sie. Da kommen die Landungsboote. Wunderbar. D-Day mal andersrum. Der Domina-Day. D-Day ist der Domino-Day. Kennt ihr noch den Domino-Day? Oh Gott, da war ich noch ganz klein, als ich den geschaut habe damals. Ich glaube, den gibt's gar nicht mehr. Oder es gibt ihn noch und ich habe niemals drauf geachtet. Weil man irgendwann so das Interesse dran verloren hat. So. Aber es ist schön, dass die Truppen so passiv sind, weil wenn die Artillerie jetzt hier rumballert, fröhlich, wo meine ganzen Truppen stehen, das würde mir schon ein wenig auf den Sack gehen. Ja, Kommandant. Nein, lasst euch nicht abschießen. Tut es nicht. Deutsche Truppen haben in England Fuß gefasst. Yay. Wir werden angegriffen. Ich bin so stolz. Das habt ihr toll gemacht. Jetzt wird es halt ein ziemlicher Kampf, die Truppen auszuwählen, ohne dass die Flugzeuge mit ausgewählt werden. Sir? Hm. Natürlich, Sir. Mein Gott, der ganze Himmel ist voll.
Wir haben schon gar keine Sonne mehr. Ja, sehr gut. Mein Kommandant, jawohl. Mein Kommandant? Wir werden angegriffen. Größte Problem damals bei den Deutschen war tatsächlich Hermann Göring. Weil der Depp immer gesagt hat, ja, die Luftwaffe regelt das schon, ja, das kriegen wir schon hin, ja, die Luftwaffe wird das alles hinkriegen. Oh Mann, so viele Schlachten wurden verloren, weil dieser Depp, dieser Fettsack, sich dahingestellt hat und gemeint hat, oh ja, die Luftwaffe wird das schon regeln. Und irgendwie hat es nie geklappt. Ah ja, Meine Güte. Ist ohnehin so eine lustige Frage, wie die Welt heute aussehen würde, wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte. Viele gehen natürlich her und sagen, es würde schlechter aussehen. Aber sicher sollte man sich da nicht sein, weil gibt es da eine Garantie? Es kann, wer weiß, wie die Welt heute aussehen würde. Also, es muss nicht unbedingt schlechter sein. Es hätte sich fast ähnlich entwickeln können. Es hätte sich auch besser entwickeln können. Wer weiß, wie die Welt heute aussehen würde. Von daher, das sind solche Was-wäre-wenn-Fragen. Und man hat einfach keine Ahnung. Man kann da vielleicht nur ein bisschen rumspekulieren, aber mehr nicht. Und wie es wirklich ausschauen würde, kann man einfach nicht sagen. Weil ganz ehrlich, ich glaube nicht... Weil im Endeffekt wäre es ja dann ein Sieg der Nationalsozialisten gewesen. Aber ich glaube nicht, dass Europa heute noch nationalsozialistisch wäre. Allerspätestens mit Hitlers natürlichen Tod, der auch nicht lange auf sich warten lassen hat, hätte bestimmt, weil der schon sehr krank war, wäre das gesamte Regime auf irgendeine Weise umgekippt. Weil es gab so viele Widerständler gegen Hitler und gegen das ganze nationalsozialistische Regime, schon allein in Deutschland. Wie viele Attentate es allein auf Hitler gab, ist unglaublich. Also nicht nur das bekannteste, das Stauffenberg-Attentat, es waren um die 20, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Wir werden angegriffen. Und es hätte nicht lange gedauert, bis alles nochmal umgekrempelt worden wäre. Dementsprechend, Nationalsozialismus hätte es vielleicht noch 5, 6 Jahre nach dem Krieg gegeben oder so. Und aller spätestens dann wäre es Ende gewesen, Ende Gelände, aus, vorbei. Und wer weiß, ob es dann... Ja, sagen wir es mal so, mit so einem... Wir werden angegriffen. Mit so einem mächtigen Deutschland würde sich die USA auch nicht mehr alles erlauben. Dann hätten wir wahrscheinlich solche Probleme wie Irak, Afghanistan und so das ganze andere Zeug gar nicht. Aber eventuell gibt es dann wieder andere Probleme. Also wie gesagt, besser müsste es nicht unbedingt sein. Es kann wieder irgendwo andere Probleme entstehen. Der gute alte Status Quo. Problemlösung, die andere Probleme verursacht. Oder es könnte auch schlechter laufen. Wie gesagt, man weiß es nicht. Es sind nur Spekulationen. Aber ich gehe einfach mal wirklich spekulativ davon aus, dass das nationalsozialistische Regime sich nicht lange hätte halten können. Diktatorische Regimes halten sich nicht eine lange Zeit. Irgendwann werden sie gestürzt. Vor allem in einer ziemlich aufgeklärten Welt. Man muss ja schon sagen, dass das in einer ziemlich aufgeklärten Zeit spielt. Wir werden angegriffen. Klar gab es das Internet noch nicht. Aber hey, zumindest Telefone und andere Späße. Und Radio. Gut, es kann natürlich alles von Diktatoren kontrolliert werden, klar, aber es ist, ich finde es sowieso seltsam, dass das Ganze in Nordkorea so lange standhält. Also ich glaube, gleiches Regierungssystem in anderen Ländern wäre schon längst gestützt worden. Irgendwie scheint es in Nordkorea so... Mir kommt schon fast vor, als ob die Nordkoreaner das wollen. Das könnte gut sein. Die wollen das einfach. Die haben gar nichts dagegen. Flammenwerfers. Wow, jede Menge Schirmenpanzer. Wie ich sie immer so gern genannt habe, Sprite-Dosen. Die amerikanischen Schirmenpanzer. Aber ja, größte Problem bei den Schirmenpanzern, also für die Deutschen, war halt wirklich die Masse. Die wurden halt wurden schnell und leicht zusammengebaut. Und dementsprechend war die Masse das Problem. Und wie war das nochmal? Ein Tigerpanzer konnte es mit 5 Schirmenpanzern aufnehmen. Bloß schade, dass die Amis immer mit 6 kamen. Irgendwie so gab es mal diesen Spruch. Oder es waren noch mehr oder so. Irgendwie so eine Drehung. Aber da ist was dran. Es war halt die Masse. Also vor allem gegen Ende des Krieges wurden die Deutschen halt einfach überrannt aufs Übelste.
Und dementsprechend für alle, die die Dokumentation auch angeschaut haben, da wird es ja auch nochmal ausdrücklich erwähnt, was für ein... Das ist einfach... Das ist historisch gesehen eine Leistung, die noch niemals eine Armee in der Welt geschafft hat, mit so geringen Mitteln und Soldaten so lange Widerstand zu leisten gegen so einen absolut überlegenen Feind. Weil als die Alliierten gelandet sind und die Russen dann auch noch kamen, mit ihrer auch schon dreifachen Überlegenheit. Was? Was? Was ist das? Eine amerikanische Flotte in Europas Gewässern? Och nö, ich bin doch schon fast so weit. Die 8. Flotte wird ihre Pläne vereiteln. Der Erzähler? Eine leere Drohung, Admiral. Ohne Kongress kann Roosevelt keinen Krieg erklären. Mag sein, aber die Flotte ist nur zur Beobachtung hier. Beobachtung? Was soll das jetzt wieder heißen? Blöden Spanne. Wir sehen uns in der Hölle. Der Erzähler hat uns verraten. Der Erzähler hat uns verraten. Er hat sich jetzt einen Flugzeugträger geschnappt und erklärt Deutschland den Krieg. Sausack. Blöde. Ich muss schnell meine Dorfbewohner rüberpacken, bevor es zu haarig wird. Bevor es zu Wookie wird. Ich habe noch Truppen da irgendwo. Transporter zurückschicken, wir brauchen mehr Bürger. Größtes Problem ist... Wir haben auch noch einen Flugzeugträger, das ist doch doof.